Angelika Bieber und willkommen im Atelier Farbräume. Heute habe ich nochmal ein super Thema für euch dabei, wie ich finde, und zwar den figürlichen Arbeiten, und zwar den freien, experimentellen figürlichen Arbeiten. Und zwar werde ich erstmal Farbflächen drunter legen, dann mit Stiften weiterarbeiten und vielleicht gegebenenfalls die Figur noch ein bisschen ausarbeiten, je nachdem. Ich werde mit verschiedenen Stiften arbeiten und zuerst mit verdünnter Acrylfarbe. Ja, manche trauen sich an figürliche Darstellungen nicht heran, aber vielleicht kann ich euch ja dazu bewegen, das mal auszuprobieren. Es macht wirklich sehr viel Freude, wenn man der Linie freien Lauf lässt und auch da ein bisschen experimentiert. Viel Spaß beim Zuschauen! Ich lege erstmal ganz frei Farbflächen auf die Papiere. Selbstverständlich könnt ihr das auch auf Leinwand arbeiten. Da habe ich jetzt Acrylfarbe mit Wasser verdünnt. Ich benutze mal verschiedene Farbstimmungen. Mal gucken, wie mich das gleich inspiriert, welche Linienfarben ich verwende. Da darf auch ruhig ein bisschen Pinselstruktur zu sehen sein. Vielleicht ergeben sich da auch schon Körperformen, die ich nachher mit integrieren kann oder umschreiben kann. Mal sehen. So, meine Papiere sind getrocknet, die sind zum Teil ein bisschen deckender, ein bisschen transparent, die Flächen. Und jetzt werde ich mit verschiedenen Materialien meine Papiere sind getrocknet. Die sind mal dichter, mal transparent. Also die Acrylfarbe war mal dicker und mal verwässerter. Und jetzt habe ich mir überlegt, so mit verschiedenen Materialien darauf zu arbeiten. Also hier ist einmal ein Woody, eine Graphitkreide, eine neonfarbene Ölkreide, und das ist auch eine Graphitkreide, aber die hat eine etwas andere Form, die kann man anders halten, gibt auch wieder andere Linien. Ja, und jetzt gucke ich mal, wie ich das so hinkriege. Eine andere Möglichkeit ist, die Figur schon mit der Farbe so ein bisschen zu umreißen. Also, dass ihr keine Flächen da reinzieht, sondern der Körper in etwa schon mal mit der Farbfläche ein bisschen umrissen wird.
nicht so detailliert, sondern grob, damit die Linie das Ganze nachher vervollständigen kann. Der Untergrund ist jetzt getrocknet und jetzt umreiße ich hier mit dem Woody, das ist so ein Bärenton, damit umreiße ich jetzt die Figur wirklich nur so ganz grob, also und auch nicht genau die Farbflächen jetzt konturieren, sondern die Linie, die macht ein eigenes Spiel. Und sucht sich ihre eigenen Formen. So, ihr seht, dass ich auch mit dem Druck ein bisschen variiere. Und so kann man eine ganz lockere Zeichnung auf eine gemalte Farbfläche setzen. So, diese Zeichnung ist mir jetzt hier ein bisschen zu kontrastarm auf der Farbfläche und jetzt kann ich natürlich, obwohl da eine Fläche drunter liegt und ich das schon drüber gezeichnet habe, kann ich dennoch das Ganze ein bisschen kolorieren. Das kann auch ganz lebendig und natürlich sein. Also so, dass sich die Figur dann doch noch etwas weiter abhebt. Man könnte das jetzt auch schattieren, aber schon wenn ich die Tonwerte ein bisschen verändere,
So, da kommt das Figürliche jetzt doch stärker zur Geltung. So, ebenso kann ich natürlich mit der äußeren Form, also mit der Umraumfläche, mit der Hintergrundfläche, dem Ganzen nochmal eine neue Farbigkeit geben. Also ihr könnt sowohl mit der Hintergrundfläche als auch mit der Körperfläche parallel arbeiten. Okay, also ihr seht, ihr könnt da wirklich rumspielen mit den angedeuteten, zuerst gelegten Farbflächen. Ihr könnt reinzeichnen und dann anschließend auch nochmal die Figur farbig gestalten. Also habt da keine Angst davor, ihr könnt das genauso mixen wie bei allen anderen Themen auch.